Hallöchen und willkommen zurück bei Rise of Empires. Und diesmal behandle ich das Thema, wie komme ich eigentlich irgendwo anders hin, von dort, wo ich gespawnt bin auf der Karte. Wir sind jetzt hier auf der normalen Weltkarte, da kann man auch schön rauszoomen. Und am Ende landet man dort. Und am Anfang ist man irgendwo random hingesetzt worden vom Spiel. Ich habe irgendwo in der Wüste begonnen, wo halt recht kleine Gegner sind, kleine Ressourcenlager, und irgendwann will man ja irgendwo in die Mitte kommen, zur eigenen Gilde oder wo man höhere Ressourcen abfarmen kann oder Gegner hat. Und dann fragt man sich, tja, jetzt bin ich hier, wie komme ich denn dorthin? Das sind ja schon 400 Kilometer. Und das geht wie folgt. Ihr sucht euch aus, wo ihr eigentlich hin wollt. Zum Beispiel, hier ist unser Cheffe, der Klausel. Und ich denke mir halt so, ja, ich lasse dem einfach mal ein bisschen Gesellschaft. Ach nee, das ist jetzt natürlich schön, da ich im Truppen hier am Sammeln habt, die rufe ich mal alle schnell zurück. Und ich werde so, okay, ich will hier zum Klausel nebendran. Ich rücke nicht mal so sehr auf die Pelle, sondern suche mir hier hinten was raus. Ein schönes Stückchen Land, was mir gefällt. Mit schönem Seeblick und Balkon. Und dann gibt es hier unten, wenn man auf die Karre geklickt hat, mehrere Knöpfe. Wahrscheinlich seht ihr, wenn ihr auf dem frischen Server seid, gerade nur zwei, nämlich Teleport und View, und Occupy gibt es auch gar nicht. Das kommt erst mit Reign of Chaos, einem Event später im Spiel, so nach 1, 2 Monaten kommt das. Und hier könnt ihr klicken auf Teleport. Und wenn ihr einen Advanced Teleport habt, dann ist es gratis und ihr verbraucht nur die Rolle. Ich zeige das gerade mal schnell aus meinem Rucksäckchen. Da gibt es nämlich hier den Advanced Teleport. Und damit kann man sich einfach über den gleichen Staat, der gleichen Provinz, wohin teleportieren, wo man will. Hat man Level 6 erreicht, kann man nicht mehr in eine andere Provinz gehen. Also, wenn ich jetzt hier zurückgehe, sieht man ja hier, ich bin auf State 221. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel zu den Amerikanern nach 284 möchte, dann kann ich mich nur hierhin teleportieren, wenn ich ein Schloss habe, das unter Level 6 ist. Dann funktioniert das. Gehen wir wieder mal zurück zu uns. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, sich wohin zu teleportieren. Das kriegt man manchmal aus Kisten oder man kann es kaufen hier im Allianz Store. Das ist der Random Teleport. Und der teleportiert einen an eine total random Location. Also man landet dann irgendwo auf der Karte. Aber jetzt in dem Fall weiß ich ja, wo ich hin will. Ich will unserem Gildenleiter und König von dem State auf die Pelle rücken und klebt mich jetzt einfach mal rotzfrech hier hin. Blopp. Und dann werde ich gefragt, ob ich das wirklich will. Und dann sage ich, jupp, will ich. Hätte ich diese Rolle nicht, würde es 2000 Edelsteine kosten. Dann kann ich mich auch dorthin teleportieren. Das ist ohne Probleme möglich. Und jetzt bin ich halt hier und denke mir so, boah, will ich überhaupt hier sein oder nicht? Dann kann ich mich auch jederzeit so teleportieren. Es gibt nämlich kein irgendwelche Cooldowns, die man abwarten muss oder so. Das gibt es nicht. Zum Glück habe ich meine Position gemerkt. Nämlich hier. Und dann teleportiere ich mich einfach mal wieder zurück. Oder ich bleibe einfach dort. Ah, ich bleibe dort. Sind nur 40 Kilometer. Sollte mir das aufsparen für das Kill-Event am Wochenende. Ja, so teleportiert euch von A nach B und wieder zurück.
wie ihr wollt. Eine Sache gibt's noch. Wenn ihr jetzt in einer Gilde reingekommen seid und ihr habt einen gewissen Rang in der Gilde, könnt ihr auch Mitgliedern anbieten, dass sie sich zu euch teleportieren können. Das ist dann eine Teleport-Invitation. Wenn man so eine erhält, die landet dann hier in deinem Briefkasten, Allianz mit, man bekam eine Teleport-Einladung, dann kann man sich zu dem, der ihn eingeladen hat, in die Nähe teleportieren. Das ist echt praktisch, weil das ist gratis. Genau, das war's zum Thema hin und her teleportieren und wie man irgendwo anders hinkommt im eigenen Staat. Man kann auch später noch von diesem Staat in einen anderen Staat teleportieren, aber das ist immer nur so intervallenmäßig mal erlaubt. Und geht nicht immer. Genau, das war's soweit wieder von meinem kleinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.